Australische Aborigines, Sprachwissenschaftler und Lehrer waren am Donnerstag zu Gast bei den Frankischen Stiftungen in Halle. Ihr Besuch führte sie in die historische Bibliothek, wo sie wertvolle Dokumente und Aufzeichnungen besichtigten. Der Anlass ihrer Reise nach Deutschland ist ein Jubiläum. Vor 175 Jahren sind die ersten Missionare der Dresdner Mission in den Süden Australiens gereist, um dort mit einer indigenen Bevölkerung zu arbeiten. Die Einrichtung war der Nachfolger der dänisch-hallischen Mission August Hermann Frankes in Südindien. Die Entsandten lernten damals die Sprachen der Aborigines und berichteten nach Europa über ihre Lebensumwelt und kulturelle Traditionen. Die historischen Dokumente darüber werden in den Frankischen Stiftungen aufbewahrt. Am Montag treffen sich erstmals Nachfahren missionierter Aborigines mit Nachfahren der Missionare. Der Abend im Leipziger Missionswerk beginnt um 19:30 Uhr und ist für Interessierte offen.